Okay, weiter geht's. Ich wurde ausgeraubt. Ein Dieb hat mir mein kostbares Fossil gestohlen. Es war das erste Fossil, das ich als Junge ausgegraben hatte. Ich habe ihn aus der Stadt bisher verfolgt, aber dann habe ich ihn aus den Augen verloren. Bitte, ihr müsst mir helfen, mein Fossil zurückzubekommen. Ja. Wisst ihr noch, wo das Ei des großen Vogels geruht hat? Er sah dem Dieb sehr ähnlich. Vermute, dass er sich eher irgendwo versteckt. Okay. Geht klar. Vielleicht finden wir wirklich noch den Dieb. Sehen wir mal. War die Oma schon davor hier? Hä? Was? Was? Wo? Hä? Die... Dieb, sagten sie? Oh je, das muss der Mann gewesen, der eben hier vorbeikam. Er hat das Fossil ganz vorsichtig in die Hand gehalten. Er schien so gebildet und schwach. So hilflich, als ich ihn niemals für einen Dieb gehalten hätte. Dachte ich doch, das muss dieser Dori sein. Aber irgendwo, er war irgendwie merkwürdig. Das Fossil sah eigentlich wie ein ganz normales Trilobitenfossil aus. Ein Trilobitenfossil, oder? Wenn ich jetzt noch gucke, bestimmt. Hab ich ja. Jetzt muss es den alten Mann geben, oder was? Jetzt muss ich Backtracking machen. Wirklich jetzt spielen. Okay. Was ich für euch alles mache hier, Mann, oh Mann. Was ist das? Ist das für mein Fuß, aber es ist viel größer. Obwohl, ich wette, es ist gewachsen. Komm schon, Max. Vertrau mir doch. Verstehe, ich wusste noch nicht, dass das Fuß wachsen. Ja. Fuck you, ganz ehrlich, fuck you. Okay, weiter geht's. In der Scheiße. Oh, ein Pedo-Roboter. Ah, so hilft mir doch jemand. Ich schneide den Kampf raus, wenn da keine Dinos sind. Wenn da Dinos sind, die wir kennen, und wenn da neue sind, dann schneide ich rein. Okay, ich habe den Kampf besiegt. Es waren keine neuen Dinos dabei, außer anzumerken ist, dass sie Level 66, 65 waren, also levelt bei dem ihr, levelt bevor ihr gegen den ihr kämpft, sonst fickt euch. Außer dem Emulator, dann fickt euch nicht, dann seid ihr unbesiegbar. Piep, 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 klong, klong, klong. Küss mir Füße, Schlampe. Oh ja. Es kommen immer wieder die gleichen Dinos. Mein Kanotaurus ist angeschlagen. Meh, meh. Sehen wir, was die zu sagen haben. Oh, ist das ein riesiger Hügel? Hey Mike, ich hatte eben eine super Idee. Vielleicht käme der Petanus auch, wenn wir den Spiegel da drüben einsetzen. Es ist ein Versuch wert, du bist heute in Bestform, Max. Wenn das funktioniert, kommen wir über diesen Berggipfel. Entschuldigung, können wir vielleicht mal vorbei?
Tut mir leid, aber ich kann keinen einzigen Schritt von ihr wegweichen. Warum nicht? Mir ist ein Schlaf... Was? Schlaf ausgebildet? Wenn ich mich immer noch wenn ich noch mehr verliere, dann schmeißt mich die Farm, auf der ich arbeite, raus. Oh, Sie arbeiten auf einer Farm? Wie ist Ihnen der Schaf denn in Abhanden gekommen? Das war folgendermaßen. Ich war zu müde, übermütig und habe die Herde zu weit ausgeführt. So habe ich einen Schaf verloren. Ohne es kann ich nicht zurück. Bitte, Sie gut bei mir, Herr. Du willst mich doch gerade verarschen, oder? Wo gibt es Wasser? Da. Wir sehen uns, wenn ich beim Schaf bin. Okay, ich habe das Schaf gefunden. Meh. Nein, halt! Mike, das muss das entlaufene Schaf sein. Das glaube ich auch. Ihm nach. Nein, halt! Ich glaube, es läuft in die Richtung zurück, wo der Hirte war. Los, reiß ihn nach. Okay. Ich werde sehr viel schneiden müssen. Und jetzt bist du zufrieden. Danke, nun kann ich zurück zur Farm gehen. Ja, verpiss dich mit der Schafen, fick die irgendwie oder keine Ahnung, was du gerne mit dem machst. Yay, hey Petra Donnern, ich wusste, du würdest kommen. Und was jetzt? Mike, ich wette, er sagt, dass wir auf ihn wieder reiten können. Ich frage mich, ob er uns zur anderen Seite des Bergfelsen bringen wird. Mal sehen. Danke dir, Petra Donnern. Mike, hier bin ich sicher ein Eingang zum Depot. Vielleicht ist das Geheimbasis der Alphabet, von der Ries gesprochen hat. Tja, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Komm, ich bin dabei, Max. Ja, ihr habt eure Geheimbasis. Das wird ein Heidenspaß. Okay. Ich habe echt keinen Bock mehr. Aber ich mach's trotzdem jetzt zu Ende. Ich bin so, wenn ich einmal was angefangen habe, dann bringe ich das auch zu Ende. Koste es, was es wolle. Und dieses Spiel werde ich jetzt zu Ende machen. Auch wenn ich keine Karte habe. Was machst du hier? Nee, das ist es nicht. Oh nein, mein Fossil. Es ist futsch. Es wurde gestohlen. Wie meinen Sie das? Dieb ist gut? Ein Räuber hat mich angegriffen und einzeln. Ja. Ein Räuber? Wie genau sah er denn aus? Das weiß ich nicht mehr. Er hat eine große Tasche dabei und alles. Was ist das? Eine große Tasche, das nimmt bestimmt zum Transport seines Diebesgutes. In letzter Zeit habe ich es. Ja. Oh ja. Was für ein Fossil? What the fuck? Okay. Ja, komm, verpiss dich. Das waren wieder die gleichen Dinos. Die kennt man schon alle. In welche Richtung muss ich eigentlich? Oh. Und das war einfach, als ich dachte, piep, 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 klok, klok, klok. Und jetzt bück dich, Schlampe. Wieso bist du eigentlich hier drin? Alle Dinos schon hier gesehen, Mann, oh Mann. Hm.
Willst du mich verarschen? Jetzt geht's los. Ach ja, ich werde nicht nach Afrika, Australien oder Südamerika gehen. Dafür brauche ich sowieso alle Dinos. Die habe ich jetzt sowieso jetzt nicht. Dafür müsste ich. Hört mal zu. Jeden Kontinent besuchen, alle Dinos finden, die in diesem Kontinent sind. Dann kann ich erst in diesen jeweiligen Ländern. So normal komme ich nicht. Erst wenn ich mal alle Dinos gesammelt habe. Spielstunden, Leute, Spielstunden. Denke ich mal ein neues Dino, endlich. Das erste Dino nach lang. Das Dino kenne ich noch nicht. Oh. Donnertiefhalten kennen wir schon. Stört mal eine Runde. Ich habe Arschkarte. Yay, der ist tot. Sieh mir mal, was mein Irritator machen kann. Zauberdusche. Du schaltest keine entscheidende Aktion. Wieso bin ich so dämlich? What the fuck? Ich glaube, ich cheate lieber mal. Das kennen wir gar nicht, oder? Rasende Gewalt? Ach, das nur. Ach. Leco Nio, wir sehen uns im nächsten Part.